Wir haben seit 4. März die Kunstinstallation des britischen Künstlers Luke Jerram zu Gast hier in der Frauenkirche. Gaia ist der Name und wir haben das ganze Programm, das Projekt unter den Titel Achtung zerbrechlich gestellt. Und wir sehen hinter mir die 7 Meter große Kunstinstallation von ihm, eine sich langsam drehende Erdkugel, die von innen beleuchtet ist und hier in der Frauenkirche wirklich ein ganz wunderbares Bild bietet. Wir sind auf den Künstler zugegangen. Wir haben das Kunstwerk schon an vielen Orten in der Welt gesehen. Es gab schon über 105 Ausstellungen und wir hatten einfach das Gefühl, das passt nicht nur architektonisch hervorragend hier in die Frauenkirche, sondern einfach auch vom Thema, das die Weltkugel ja transportieren soll, nämlich was wir alles noch tun müssen, um unser Klima zu schützen. Wir haben nach Superlativen gesucht, das erste Mal in Deutschland, das erste Mal in einer Kirche, alles war schon vergeben, aber der Künstler selber hat dann uns erzählt, dass es das erste Mal in einem runden Raum, also in der Architektur dieser Frauenkirche zum ersten Mal so zu sehen ist und das passt sozusagen vom Bild und vom Objekt, aber es passt natürlich einfach auch zu unserer eigenen Botschaft. Dieser Ort als Friedens- und Versöhnungsort ist natürlich einer, der gerade, wenn es um Konflikte, um die Klimakrise geht, wie wollen wir damit umgehen, der ist, wo diese Diskussionen auch stattfinden können und sollten. Der erste Eindruck der meisten Besucherinnen und Besucher ist wirklich einfach, dass sie einfach begeistert sind. Es wirkt, man kommt durch die Türen und ist erstmal so ein bisschen mitgenommen und es ist einfach wunderbar und wunderschön, die Kugel hier zu sehen. Im zweiten Schritt kommt dann unser Titel dieser Veranstaltung, glaube ich, Achtung zerbrechlich, für viele auch nochmal irgendwie gut dazu, denn ich glaube, vielen wird klar, wie wir alle miteinander hier auf diesem Planeten miteinander verbunden sind und dass es eben nicht geht im Alleingang, sondern wir gemeinsam diese Krisen und Herausforderungen angehen müssen. Nach der Frauenkirche in Dresden wird sie eine lange Reise antreten, die Weltkugel. Sie wird nämlich in Sydney ausgestellt, in Australien.